Hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe Let's Play World of Tanks live. Ja, ich spiele mal wieder selbst. Der WZ111 will heute mal wieder präsentiert werden. Diesen schweren Panzer habe ich eine Zeit lang sehr, sehr gern gespielt. Muss aber sagen, die Problematik, was der hat, dass er vorne auf die untere Front, ich kann es immer nicht zeigen, also hier unten, da kommt man super leicht durch und das weiß mittlerweile jeder. Also von dem her muss man sagen, ist er da, muss man da einfach ein bisschen aufpassen, die vielleicht noch ein bisschen besser verstecken, die Wanne. Ansonsten ist er eine mobilere Version vom IS-3, würde ich es nochmal sagen. Also wer den IS-3 mag, mit der Kanone und so weiter gut zurechtkommt, der kann mit dem Panzer durchaus was anstellen. Wir haben Durchschlag 175 und 250. Dieser Panzer hat noch ein verbessertes Matchmaking. Das heißt, der sieht wie hier höchstens Tier 9, aber kommt nicht in Tier 10 Gefechte. Wir haben keine Arti, dementsprechend fahre ich hier mal hoch und werde hier oben versuchen, da ein bisschen mal den Gegner meine Granaten um die Ohren zu schlagen. Ich muss sagen, diese Burg mag ich da ganz gern zum Spielen eigentlich. Ja, schnell weg. So, da sind doch schon zwei. Komme ich auf die drauf? Alle drei vom gleichen Clan. Schade, alle hinter dem Haus. Na, das ist natürlich ein schwieriger Schuss. Aber ich bleibe jetzt hier auch nicht oben, sondern ich fahre jetzt wieder direkt runter Richtung Gegner drauf. Da kann man den hier gleich mal eine geben. Die haben sich jetzt hier keinen Gefallen gemacht für ihr Stellungsspiel. Wupp, und wieder zurück. Ich würde gerne warten, bis er schießt, dass ich noch einmal durchfahren kann. Ohne, dass ich mir da jetzt unnötig einfange. So, da kommt der Conqueror schon an. So, den konnte ich schnell mal abgeben, so wie ich es wollte. Haben sie sich nicht gut hingestellt. Aber jetzt habe ich hier von vorne von dem Jagdtiger, den ich vorher ja schon gesehen habe, direkt noch eine bekommen. Also von dem her jetzt ein bisschen zurück abwarten. Und, oh, wir sehen ja da hinten unsere Basis. Fast komplett weg. Hoffe ich mal, dass ich da nicht wieder eine drauf bekomme. Aber Sichtweite dürfte ja doch passen. Aber jetzt komme ich hier durch. Da bin ich geschützt durch den Stein bzw. durch den Felsvorsprung. Wir sehen, da ist jetzt einiges los. Muss nur aufpassen. Gun Depression ist nämlich nicht so prickelnd. So, zack, eine drauf. Wieder zurück. Wie gesagt, wegen der Gun Depression immer sehr, sehr vorsichtig spielen. Dann geht das schon auch. Leider komme ich gerade auf keinen drauf.
Aber hier drüben könnte ich unterstützen. Ein bisschen daneben gesammelt. Aber jetzt auf den Oni. Kriegt auch nochmal eine mit. Oh, oh. Aufpassen. Und wie gesagt, lieber ein bisschen passiver spielen und nichts riskieren. Ah, der Light macht mich da auf. Aber ich muss hier halten erstmal. Gerade der Jagdtiger, der hat richtig Bock auf mich, glaube ich. Abgeprallt. Schade, schade. Aber für ein Light ist halt der Turm auch durchaus sehr hart. Auch da nochmal, aber den schnellen Schuss wollte ich probieren, weil bis der hochkommt, habe ich die 10 Sekunden locker nachgeladen. So, der Jagdtiger, der bekommt eine. Und wir stehen jetzt, machen das jetzt hier im Team durchaus sehr gut und brauchbar. Jagdtiger fährt weg. Meine Chance. Denkste, meine Chance. So. Wie gesagt, Jagdtiger ist da noch. Und der Tiger, aber... Das sollte alles kein so großes Problem sein. Nur, dass die halt noch einfach mehr Hitpoints haben als wir. Also, dass von uns jeder ein potenzieller One-Shot ist. Aber wenn der Jagdtiger da unten so... Der wartet nämlich jetzt nur noch auf seinen Schuss. Dementsprechend wird der Tiger hier rausgenommen. Und jetzt nur noch der Jagdtiger, der hier steht und auf sein Schicksal wartet. So. Und jetzt nochmal gekettet. War zwar jetzt nicht der Sinn und Zweck, sondern ich wollte schon noch den Killshot haben. Aber zerstört wird er jetzt so oder so. Und weg ist er. Leider kein Kill gemacht, die Runde. Aber trotzdem, obwohl es zwischenzeitlich sehr knapp war, oder gefühlt knapp, weil einfach jeder so low war, doch noch eine ordentliche Runde draus resultiert. Zweiter Klasse war es in dem Fall. Platz 3 im Schaden, Platz 2 im Gefecht selber. Und Premium, immer wichtig, 72.767 Credits bekommen. Ja, ich glaube, das kann man doch lassen. Ich hoffe, ich konnte den WZ111 einigermaßen gut für euch präsentieren. Schön, dass ihr wieder live dabei wart. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.